Nicht jeder wusste heute, was auf ihn zukam. Schlamm satt, tiefe Pfützen, steile Hänge. Trotz gazellenartigem Anlauf endet hier nicht alles mit Haltungsnote 1. Ist heute nicht dabei sein, ist alles, dass in den Dreckstürzen wird sich auch Pfarrer Henning Reinhardt für seine Kirche. Die Idee dahinter ist, wir wollten ein Gemeindefest machen, wo einfach auch eine ganze Menge zusammenkommen sollte finanziell. Und die Idee war, was können wir machen, um Leute zu diesem Fest zu holen, die normalerweise nicht auf ein Gemeindefest gehen. Also vor allen Dingen Stichwort junge Männer. Und ich habe jemanden aus dem Orga-Team gefragt, Mensch, was können wir denn da machen? Der hat gesagt, hör mal zu, ich mache solche Dirt Runs. Und ich sagte, was ist das? Er hat mir das erklärt und habe ich gesagt, ja genau, das will ich. Die Zwillinge Nico und Philipp Knoch engagieren sich in der Jugendarbeit, machen viel Sport und tun alles für ihre Kirche. 5 Kilometer hört sich jetzt nicht so viel an, aber ich glaube, durch die Hindernisse ist es einfach total der Kraftaufwand. Die größte Herausforderung ist auch, glaube ich, einfach durch alle Hindernisse durchzuhalten und einfach Gas geben, alles geben und dann wird das schon, glaube ich. 5, 4, 3, 2, 1. Die aufgestapelten Strohballen zu überwinden, das fällt den Brüdern leicht. Nico trägt eine Kamera von uns um den Bauch, damit wir überall hautnah dabei sind. Und dann geht's quer durch die Fulda. Hoffentlich geht alles gut. Nico taucht ab, die Kamera auch. Wassergewusel. Kaum an Land müssen die Kombattanten einen rutschigen Berg erklimmen, den Wald hoch. Hier kommt so mancher an seine Grenzen. Wie ist denn das mit dem Seil hier hoch? Scheiße, anstrengend. Was glauben Sie denn? Sprach's und verschwand bergauf natürlich. Es geht durch die Beise, manch einer ringt nach Atem, weiter über Stock und Stein, 5 Kilometer lang, 30 Euro Startgeld gibt's pro Läufer, alles für die Kirche. Warum das sein muss, hat uns der Pfarrer am Vormittag gezeigt. Die Beisefurter Kirche muss dringend renoviert werden. Die Fenster bröseln auseinander, das kostet schon 95.000 Euro. Balken sind marode, die Statik stimmt nicht mehr und die Elektrik muss auch erneuert werden. Und dann treffen wir ihn auch schon wieder auf freier Strecke. Herr Pfarrer, wie geht's Ihnen? Kaputt. Kaputt? Ja. Und während er noch am Berg kämpft, werden unten im Tal schon Medaillen vergeben. Philipp und Nico haben es geschafft. Die Strecke ist einfach super. Das war die perfekte Abwechslung zwischen Hindernissen und Laufen. Es hat so viel Spaß gemacht. Einfach nur Hammer. Total schön. Und weil es so schön war, kommt auch bei uns das Beste am Schluss. Super Aktion das Ganze.